Do you want to say yes to that? Celia. Sind wir live? Wir uns noch nicht, aber wir, ich glaube, wir streamen. Jawohl. Jawohl, wir streamen. Lea, es wird jeden Tag besser. Ja, es klappt. Mit dieser verrückten Technik, gell? Hey, heute geht es um meine Lieblings-Business-Partnerin. Ich habe ja nur eine, aber sie ist meine Liebste. Shelia Stevens. Und ich freue mich unglaublich, weil ich habe noch gar nichts gehört oder gelesen oder gesehen von ihrem Text. Darum bin ich genauso aufgeregt wie ihr. Es sind nämlich schon 4 Leute dabei. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Ja, ich werde in einer kurzen Weile dann auch Shelias kurze Bio, die im Buch erscheint, vorlesen. Mhm. Aber zuerst möchte ich dich einfach fragen, wie war es für dich, Shelia? Was hat dich inspiriert? Wo wolltest du hin zeigen? Was möchtest du mit den Menschen da draußen teilen? Also eins meiner größten Erkenntnisse auf diesem Weg, seitdem ich zu den 3 Prinzipien gekommen bin, ist, in einige wenigen Sätze zusammenzufassen, nämlich wir leben entweder in dem Gefühl unserer Gedanken, die wir gerade Aufmerksamkeit geben, wir fühlen und erfahren diese, oder wir leben in dem präsenten Moment im Leben selbst und wir haben die Fähigkeit zu erkennen, wo wir gerade sind. Ob wir in dem Gefühl unserer Gedankenwelt sind oder ob wir in dem Gefühl vom Leben sind. Und das fasst eigentlich für mich das gesamte Leben als Mensch zusammen und beschreibt die 3 Prinzipien. Und ich wollte mit meiner Geschichte auf eine Zeit in meinem Leben hinzeigen, wo ich das nicht wusste. Hm. Und wo ich sehr stark in der Welt meines Kopfes gelebt habe, in meinem Kopf gelebt habe. Und mein Kapitel im Buch heißt, ein Leben im Kopf ist ein Leben in Leid. Mhm. Und darin erkläre ich auch, was das mit mir nicht nur psychisch gemacht hat, sondern auch physisch. Ich hatte nämlich eine chronische Schmerzgeschichte über 4 Jahre hinweg, war ich auf der linken Körperhälfte fast nicht gelähmt, aber hatte da sehr große Schmerzen und Taubheit, die immer zunahm. Und peu à peu habe ich Einsichten gehabt und habe die immer noch. Als Mensch hat man sich ein Leben lang. Und durch die Einsichten bin ich raus aus dem Leid, raus aus den Schmerzen und rein in ein leichteres, lebensfreudigeres Leben hineingekommen. Und ich deute in meiner Geschichte auf diese Möglichkeit für andere. So schön. Ich möchte einfach noch so auf etwas leuchten für die Menschen, die vielleicht schon länger oder erst gerade über das Verständnis gestolpert sind. Du hast gesagt, und ich sehe jeden Tag. Mhm. Und ich habe Bill Petit gerade wieder zugehört von den Interviews, mein geheimes Leben. Und der hat gesagt, das Verrückte ist, bei den meisten ist es nicht wie Schwimmen. Mhm. Also es ist nicht, du lernst schwimmen und du kannst es und du schwimmst, sondern dass er gesehen hat über die 40 Jahre, das, was du gerade jetzt gesagt hast, jeden Tag noch ein bisschen mehr, jeden Tag, oh, hier auch. Mhm. Und das habe ich einfach natürlich mit den großen Erkenntnissen und dem großen Sehen auch gehört, gerade bei dir. Das gefällt mir so gut, Lea, weil
das ist vielleicht auch wichtig für das Buch und die Menschen, die das lesen ab dem 1. Juli, nämlich alle 20 Frauen, die ihre Geschichte im Buch präsentieren oder geschrieben haben für die Leser und Leserinnen. Sie reden natürlich über das, was sie gesehen haben, und das ist auch unglaublich hilfreich für andere. Aber was wir hoffen ist, dass einfach eine Spark von ach, vielleicht kann ich auch was Neues sehen, was mein Leben verändert. Das sollte wirklich das Ziel sein von allem, was wir tun. Ja. Ja, ich glaube, wir sind die Leinwände. Auch wenn wir da die unsere Farben zeigen, geht es um dein Leben. Ja, das ist so. Mega schön. Jetzt mache ich das noch ganz offiziell, wie wir das immer tun. Genau. Ich bin aufgeregt. Ich war die letzten Male nicht aufgeregt. Ja. Genau. Also, ich weiß natürlich andere Dinge über Shelia und trotzdem finde ich es wunderbar, einfach dieses Klare und Kurze dieser schönen Biografie. Shelia Stevens ist Advanced Transformative Coach, 3P-Mentorin und Ausbildnerin für Coaches. Bis zu ihrem 40. Lebensjahr war sie eine fleißige Geschäftsfrau auf der Überholspur in Richtung Erfolg, mit jeder Menge Druck und Stress im Kofferraum. Heute ist sie frei und leicht im eigenen Tempo unterwegs. Shelia liebt es, Menschen die drei Prinzipien näher zu bringen. Für ein unfassbar gelassenes und genial leichtes Leben. Hm. Ja. Dankeschön. Also, over to me. Also steige ich ein. Und die Lesung, den Teil, den ich ausgesucht habe, geht so 8 bis 9 Minuten. Wir gucken, ich habe es geübt, Lea, nach deinem Vorbild. Okay, also. Ich gehe heute noch einmal live auf Facebook, aber danach eher auf Insta, aber dann nicht mehr. Mhm. Gut. Also sagst mir, wenn du soweit bist. Ja. Mhm. Okay. Also, die Untertitel von dem Abschnitt heißt: Ich fühlte mich wie eine offene Wunde. Ich saß im Flieger auf dem Weg von München nach Atlanta, nachdem ich einen Anruf von meiner Schwester erhalten hatte. Sie erzählte mir, dass meine Mutter im Krankenhaus im Koma liege, dass sie einen Herzinfarkt erlitten und zu lange gezögert habe, einen Krankenwagen zu rufen. Damit war mein Leben im Kopf für die nächsten 5 Wochen vorbei. Auf einmal war ich mitten im echten Leben. Meine Familie brauchte mich und ich war präsent und zuvor zur Stelle. Meine über alles geliebte Mutter hat nicht überlebt. Das sage ich dir hier ganz offen vorweg. Aber die 4 Tage, die ich mit ihr und meiner Familie im Krankenhaus verbrachte, waren voller Klarheit, Verbundenheit und Liebe. Und weil ich vollkommen präsent war, kam ich in meine höchste Kraft und fühlte einen tiefen inneren Frieden. In dieser Zeit wusste ich in jedem Moment, was wirklich wichtig ist und was nicht. Denn ich verbrachte keine Minute in meinem Kopf mit Sorgen darüber, wie alles ausgehen könnte. Stattdessen fokussierte ich mich lediglich auf jeden nächsten Schritt. Ich cremte die Füße meiner Mutter ein und wischte ihr den Stirn mit einem kalten Lappen. Ich umarmte meine Cousine, der es nicht gut ging. Ich begleitete meinen Onkel zu den Besprechungen mit den Fachärzten. Ich besorgte Sandwiches für die Menschen im Warteraum. Später kümmerte ich mich um meinen kranken Vater, die Trauerfeier, die Sterbeurkunde, all die Versicherungen und 1000 andere organisatorische Dinge. Ich weinte, ich lachte, ich legte mich mal hin und ich fühlte mich das erste Mal seit Jahren wieder lebendig. Trotz des Verlustes und trotz der Trauer in mir. Das ist die Kraft beim Präsentsein im gegenwärtigen Moment. Selbst die unangenehmsten Gefühle können gefühlt werden
und schwere Situationen sind relativ leicht zu bewältigen. Zurück zu Hause in Deutschland kam die depressive Stimmung. Ich konnte morgens nur sehr schwer aufstehen, war oft traurig und überwältigt von meinen Emotionen. Egal, was ich tat oder wohin ich ging, es kam mir vor, als würde ich ohne Haut auf offener Straße herumlaufen. Ich fühlte mich zu 100% verletzlich. Und wenn der Wind wehte, dachte ich, dass er mich verbrennen könnte. Ich war wie eine offene Wunde auf zwei Beinen. Rückblickend war es sicher ein ganz normaler Trauerprozess, der mich lediglich beängstigte, weil ich dachte, ich würde für immer darin gefangen bleiben. Damals blieb mir gefühlt aber nichts anderes übrig, als Hilfe zu holen. Meine Hausärztin empfahl mir eine Psychotherapeutin in der Nähe. Ich möchte darüber nicht allzu viel erzählen, außer dass ich angeleitet wurde, in meine Vergangenheit zu gehen und dort Dinge zu untersuchen. Was ich zwar intuitiv gar nicht wollte, aber doch tat. Bis ich am Ende der Therapiezeit das Gefühl hatte, in einem noch tieferen Loch zu sein als zuvor. Die Therapeutin konnte nichts dafür. Sie tat das, was sie in ihrem Studium gelernt und für hilfreich erachtet hat. Das Herumwühlen in der Vergangenheit und das Öffnen von alten Wunden war bzw. ist noch immer Standardvorgehen. Mit meiner Geschichte möchte ich dir eine andere, viel hilfreichere Richtung zeigen. Genau das Nichtwühlen in unseren Gedanken. Egal, ob sie die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft betreffen. Der nächste Abschnitt heißt die bunten Zeichen meines Schmerzens. Weil ich weiter so viel litt, fuhr ich eines Tages nach München und spazierte in eine Osteopathiepraxis hinein. In meiner Handtasche, in einer Plastikhülle geschützt, hatte ich ein Diagramm eines menschlichen Körpers dabei. Auf ihn verteilt waren farbige Ovale, klein, mittel und groß. Die kennzeichneten all die Stellen an meinem Körper, an denen ich vor allem nachts schreckliche Schmerzen hatte. Ein längliches Oval in Kirschrot am linken Oberarm, die schmerzhafteste Stelle. Ein fast kreisrundes Oval in Eisblau, um die Taubheit aller Finger zu verdeutlichen, deckt die linke Hand ab. Ein kleines Oval in Saatrose auf der linken Gesichtshälfte bis zum Nasenflügel. Ein großes Oval in Dunkelviolett auf dem linken Brustkorb, um den Druck und die Angst zu verdeutlichen und so weiter und so fort. Der Osteopath nahm sich viel Zeit für mich und lernte meine Geschichte wirklich kennen. Als er mich endlich nach meinen Symptomen fragte und wissen wollte, was mich zu ihm geführt hatte, zog ich meine bunte Darstellung heraus und präsentierte ihm den gepunkteten Menschenkörper. In Klammern, glaub mir, es war mir so wichtig, ihm das Diagramm und somit meine Schmerzen zu zeigen. Denn ich fürchtete, dass mit mir wirklich etwas nicht stimmte und ich sterben könnte. Obwohl mir die Fachärzte sagten, es seien alles nur psychosomatische Symptome. Der liebe Mann schaut sich das Bild erstaunt an und meldete mir sofort zurück, dass er so etwas noch nie von einer Patientin in die Hand bekommen hatte. Und er war sichtlich beeindruckt von meiner Präzision und von der Mühe, die ich mir gemacht habe, um das, was mit mir los war, klar zu kommunizieren. Für mich waren meine Schmerzen und das mit ihnen einhergehenden Leid absolut real. Sie waren für mich fühlbar und ich wollte sie auch sichtbar machen. Das sagte ich ihm auch. Ich wollte, dass er wirklich begreifen kann, wie sich dieses Unheil in meinem Körper ausgebreitet hat. Ich wollte, dass er weiß, dass es um meinen physischen Körper geht und nicht um etwas, was in meinem Kopf ist. Nun, ich hatte Unrecht, aber ich konnte nichts dafür. 8 Monate lang suchte ich den Osteopathen auf, was mir sehr half und mich zu einem großen Teil von meinen physischen Schmerzen befreite. Doch niemals konnte ich ihn davon überzeugen, dass mein Körper das Ursprungsproblem war. Er sah nämlich viel tiefer.
als ich sah. Und zwar zum Kern der Sache. In unserer letzten Sitzung, kurz bevor ich nach Frankfurt umzog, offenbarte er mir die wahre Ursache meiner vierjährigen Odyssee. Als ich auf der Behandlungsbank lag, sagte er mir liebevoll: Frau Stevens, das Problem ist, Sie können Ihr Herz nicht hören. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage traf mich wie ein Blitz. Obwohl mein Verstand seine Worte gar nicht begreifen konnte, wusste etwas tief in mir, dass es absolut stimmte. Mich überkam eine Welle der Emotionen und ich begann bitterlich zu weinen. Ein befreiendes und heilsames Weinen, das nicht aufhören wollte. Es vergingen weitere 8 Jahre mit vielen weiteren schmerzhaften Momenten, bis mein Kopf aufholte und endlich verstand, was der gute Mann mir sagen wollte und etwas Tieferes in mir schon längst wusste. Mit seiner Aussage wollte er mir vermitteln, ein Leben im Kopf ist ein Leben in Leid. Und er zeigte gleichzeitig hin zu einem sehr wichtigen Ort unterhalb unserer menschlichen Gedankenwelt. Er nannte es Herz, da, wo das wahre Leben lebendig in uns schlägt. Sydney Banks nannte es das Prinzip Mind, unsere Verbundenheit mit der Lebenskraft, eine tiefere Intelligenz, die uns innewohnt, eine Quelle von Wissen für den jetzigen Moment, das uns frei und leicht durch unser Leben führt. Ich nenne das einfach Leben. Ja. Oh. Und unser Kopf ist viel, viel langsamer, als wir denken. Ja. Weißt du, was ich so spannend finde, Celia? Dass es fühlt sich an, währenddem du gelesen hast, wie wenn die Einsicht Wellen schlägt. Mhm. Und durch dich, durch mich in die Welt rausgeht. Mhm. Und auch in dir immer noch Wellen schlägt. Mhm. Unaufhörlich. Ja. Und wenn ihr die ganze Geschichte hören möchtet, und die ist unglaublich spannend, dann ist sie in unserem Buch zu lesen. Mhm. Ja, also heute war der 3. Tag von 20 Tagen mit 20 Lesungen um 20 Uhr für 20 Minuten. Wir schließen fast pünktlich ab. es geht um unser gemeinsames Buch und dann war es leicht, was am 1. Juli auf den Markt kommt und zur Verfügung dann steht, zum Beziehen. Und das war's für heute. Und ich glaube, morgen sind wir mit der wunderbaren Antoniette D'Angelo. Stimmt's, Lia? Genau, ja. Okay, gestern habe ich was Falsches gesagt, weil eigentlich wäre Antoniette heute dran. Ich habe einfach frecherweise gesagt, ich bin es, weil ich es auch dachte. Antoniette, es tut mir so leid, aber sie konnte zum Glück morgen dran sein. Und dann sehen wir uns wieder. Hier. Vielen Dank, Celia. Vielen Dank, ihr Lieben. Und bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.